Die imperiale Lebensweise bedeutet zuerst einen nahezu unbegrenzten Zugriff auf, wie ich es gerne nenne, die Schätze der Erde. Damit ist die Arbeitskraft aller Menschen gemeint, sowohl die Natur oder Biosphäre. Genauer gesagt die Ressourcen und Senken. Ressourcen sind alles, was ich, alle Rohstoffe, die ich der Natur entnehme. Und Senken sind die Orte, an denen ich die Emissionen deponieren kann. Das ist die Atmosphäre, die CO2 aufnimmt. Das sind die Meere, in denen sich die Plastikstücke ansammeln. Und das sind genauso gut Löcher in der Landschaft, in denen Müll abgelagert wird. Und der Zivilisationsmüll ist ja nicht unbeträchtlich. Eine weitere Eigenschaft der imperialen Lebensweise ist, oder was sie imperial macht, ist, dass sie sich verbreitet. Und zwar in Qualität und Quantität. Mit Quantität meine ich, dass sie immer mehr Lebensbereiche sich zu eigen macht. Beispielsweise der Sorgebereich, also dass zunehmend das sich kümmern um junge Menschen, um alte Menschen, um Kranke und so weiter, ein wachsender Wirtschaftsbereich ist. Was Quantität angeht, damit meine ich, dass sie sich einfach räumlich ausbreitet, dass in immer mehr Gesellschaften der Welt diese imperiale Lebensweise gelebt wird oder das Ideal ist. Und eigentlich der einzige Unterschied, der zwischen dem globalen Süden und dem Norden besteht, nicht der einzige, aber ein zentraler, ist einfach nur der Anteil der Menschen der Gesellschaft, die an der imperialen Lebensweise teilnehmen können. Und das ist bei uns im globalen Norden, beispielsweise in Deutschland, ein sehr großer Anteil, im globalen Süden ein sehr geringer Anteil. Aber auch dort gibt es Eliten, die einen Lebensstil pflegen, der dem unseren nicht unähnlich ist. Man kann, wenn ich jetzt irgendein Beispiel mir aus den Fingern sauge, könnte man beispielsweise sagen, dass die Architektin, die in Beijing in einem urbanen Umfeld lebt, mit einem deutschen Maschinenbauer garantiert mehr gemeinsam hat als ein deutscher Maschinenbauer mit einer deutschen Krankenpflegerin. Es ist nicht ganz so einfach, man muss die Sache differenzierter sehen. Natürlich hat jemand, der im Besitz eines deutschen Reisepasses ist, die Möglichkeit, nahezu überall hin auf der Welt ohne Probleme hinzufliegen. Das gilt nicht für alle Menschen auf der Welt, auch nicht für die Eliten des globalen Südens. Aber in ihrer Lebensweise, der Art, wie sie das Leben täglich angehen, unterscheiden sie sich nicht. Der zentrale Aspekt ist hier der nahezu unbegrenzte Zugriff auf die Arbeitskraft und die natürlichen Ressourcen der Welt. Ganz am Anfang stand die Erkenntnis, dass die Welt in vielerlei Hinsicht massiv ungerecht ist und sich daran trotz dieses Wissens darüber nicht wirklich was ändert. Und ausgehend von diesem Problem haben wir uns gefragt, wie kann man daran was ändern? Und um das zu beantworten, muss man natürlich erstmal fragen, woran liegt es? Woran liegt diese Persistenz dieser vielen Ungerechtigkeiten? Und eine Antwort auf diese Fragen haben wir mit dem Konzept der imperialen Lebensweise gefunden. Dieses Konzept ist in den vergangenen 10 Jahren von den Politikwissenschaftlern Ulrich Brandt und Markus Wissen von den Universitäten Wien und Berlin entwickelt worden. Und aufbauend oder mit Hilfe dieses Konzeptes haben wir verschiedene Lebensbereiche analysiert und diese Fragestellung analytisch beantwortet. Wie schon gesagt, beobachten wir Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in verschiedenerlei Dimensionen. Einerseits zwischen den Menschen, die jetzt leben und den Menschen, die in der Zukunft leben. Das lässt sich daran festmachen, dass wir die Welt in einem Zustand hinterlassen, der weniger lebenswert ist, als es war, als wir geboren worden sind. Und gleichzeitig die Ungerechtigkeit innerhalb der aktuell lebenden Generation. Und das beobachten wir innerhalb von Gesellschaften, aber auch zwischen Gesellschaften. Und ich kann das einfach mal an einem Beispiel festmachen, das wäre da der Klimawandel. Darunter leiden sowohl Menschen, die jetzt leben in den entsprechenden Gebieten der Erde, wo Extremwetterereignisse zunehmen oder wo der Meeresspiegel einfach steigt. Und gleichzeitig betrifft es auch die Menschen, die in der Zukunft leben. Und das Konzept der imperialen Lebensweise versucht zu erklären, warum wir uns dessen bewusst sind, aber trotzdem es keine wesentlichen oder starken Änderungen gibt. Und da
gucken wir uns die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen an. Und jetzt mal ganz einfach gesagt, den Konsum, die Produktion und Institutionen. Und jetzt auf dieses Beispiel angewandt, könnte man jetzt argumentieren, dass wir in unserem persönlichen Leben, obwohl wir wissen, dass es den Klimawandel gibt und dass CO2-Emissionen problematisch sind, trotzdem es viele Leute gibt, die für kurze Trips mal eben wohin fliegen, die ein Auto benutzen, was deutlich größer ist, als sie es eigentlich brauchen und viel mehr Verbrauch hat und so weiter. Und auf der Seite der Produktion kann man auch sagen, dass da Sachen offenbar sinnvoll sind oder ökonomisch sinnvoll sind, die überhaupt aus einer ökologischen Perspektive totaler Quatsch sind. Die anderen Menschen, auf deren Kosten wir leben. Einerseits Menschen in der Zukunft, also die Menschen zukünftiger Generationen, unsere Kinder und deren Kinder und die Menschen im globalen Süden beispielsweise, die unter Bedingungen arbeiten, die es erst ermöglichen, dass viele Produkte im globalen Norden so erschwinglich sind und die gleichzeitig an den Orten leben, in denen die extrem schmutzige Produktion ausgelagert wird. Hier in Deutschland stellen wir über die letzten Jahre fest, dass die CO2-Emissionen sinken, aber gleichzeitig die Produkte, die wir importieren, einen größeren CO2-Rucksack aufhaben. Sprich, im Endeffekt bedeutet das, wie gesagt, dass Produkte, die energieintensiv produziert werden, nicht mehr in Deutschland produziert werden, sondern beispielsweise in Ostasien oder in Südostasien und dann dort die großen Emissionen freigesetzt werden, die dann dort den Menschen die Luft verpesten, sage ich mal ganz platt. Viele Menschen würden gerne selbst anders leben, können es aber nicht so einfach. Wir sind uns dessen bewusst, dass ein T-Shirt, das 1 Euro kostet, im 10er-Pack 10 Euro, nicht gut sein kann. Gleichzeitig spüren viele Menschen eine gesellschaftliche Norm, einen Druck darauf, ständig sich nach jeder neuen Mode zu richten. Anderes Beispiel, Digitalisierung. Viele Menschen würden sich nicht unbedingt alle 2 Jahre ein neues Handy kaufen. Aber es ist notwendig für viele Menschen, ein Smartphone zu haben, um sich über verschiedene Online-Communities und so weiter die Möglichkeit offen zu halten, an der Gesellschaft teilzunehmen. Beispiel Mobilität. Wenn ich in Berlin-Mitte wohne, brauche ich kein Auto. Und wenn ich einmal im Jahr in Urlaub fahren möchte, kann ich mir eins ausleihen. Wenn ich, wie hier, im bayerischen Wallgau wohne, wo 1-2 Mal am Tag ein Bus vorbeifährt, sonst keine öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden sind, muss ich ein Auto haben. Oder ich kann nicht, also je nachdem, wo ich arbeite und so weiter, aber es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger. Und das bedeutet, dass man, um etwas zu ändern, es nicht reicht, nur bei den einzelnen Menschen anzusetzen. Das sind institutionelle Rahmenbedingungen im weitesten Sinne. Das sehen wir in der Produktion genauso. Es gibt wahnwitzige Unternehmen oder Unternehmungen, die scheinbar erfolgreich sind. Vor einigen Jahren ist beispielsweise die sogenannte Weltbürste durch die Medien gewandert. Das ist eine elektrische Zahnbürste, die sich dadurch auszeichnet, dass sie die einzelnen Komponenten in verschiedenen Ländern hergestellt werden und insgesamt alles, was zu dieser Zahnbürste gehört, zusammengesetzt ein Drittel mal um die Welt verschickt wurde. Und natürlich macht es aus der Perspektive dieses Unternehmens irgendwie Sinn. Die haben das ausgerechnet und es ist scheinbar so am günstigsten. Globale Transportkosten sind sowieso nicht allzu hoch, wenn man einen hohen genügen Warenwert pro Masse, also pro Kilogramm hat, das man verschickt, dann sind diese Transportkosten quasi unerheblich. Und das Bemerkenswerte ist, dass wir in einem System leben, in dem offenbar das erfolgreiche Geschäftsmodell ist. Und das ist der Hintergrund des ganzen Problems. Und da ist es dann auch schwierig, nur das Unternehmen dafür verantwortlich zu machen, weil das operiert ja innerhalb von einem großen System, einer Gesellschaft, einem legislativen Rahmen und orientieren sich eben an dem Markt. Und das ist das Problem. Was wir jetzt langsam schon feststellen, ist, dass, wie es jemand gesagt hat mal, dass die imperiale Lebensweise beginnt zurückzuschlagen. Das stellen wir daran fest, an steigenden Migrationsbewegungen beispielsweise und
worauf dann mit zunehmender Abschottung reagiert wird. Und diese Abschottung kann man letzten Endes verstehen als eine Verteidigung der imperialen Lebensweise. Und in unserem Buch versuchen wir dieses relativ komplexe Konzept, und ich habe es jetzt schon nur ja einen ganz kleinen Teil davon rausgenommen, versuchen wir dieses Konzept erstmal anschaulich darzustellen, runterzubrechen auf eine Ebene, die wozu man nicht, ich sage immer, 10 Jahre Politik studiert haben muss, um das fassen zu können, und machen das auch noch ganz exemplarisch an verschiedenen Lebensbereichen fest. Es gibt keine Überlösung. Das bedeutet immer, für die jeweiligen Lebensbereiche muss man immer gucken, was sind die Alternativen. Wenn man eine Vision kreieren möchte, würde ich sie unter dem Begriff solidarische Lebensweise zusammenfassen. Und das sind aber in jedem Lebensbereich sind das unterschiedliche kleine Initiativen. Das kann im Bereich der Digitalisierung der Versuch sein, Software zu schreiben, die Open Source ist, die nicht allzu ressourcenintensiv ist. Das bedeutet wiederum, dass man nicht alle 2 Jahre ein Update von seiner Hardware braucht. Im Bereich Mobilität gibt es auch viele Möglichkeiten. Ne? Da denke ich an Carsharing, an Stadtteilautos, wo es weiterhin möglich ist, für die Menschen individuelle Mobilität zu haben, wenn es notwendig ist, aber gleichzeitig nicht jeder Mensch ein Auto braucht. Der Großteil der deutschen Flotte steht zu 95% an einem Ort und wird nur zu 5% der Zeit genutzt. Das ist ja hirnrissig. Natürlich ist das auch nur die zweitbeste Lösung. Viel besser wäre es, wenn öffentlicher Nahverkehr und Fernverkehr leicht erschwinglicher wäre und besser ausgebaut wäre. Und das kann man für alle möglichen Lebensbereiche sich eben diese Ideen genau angucken und überlegen, wie sieht hier die solidarische Lebensweise aus. Wir haben in unserem Dossier einige davon genannt, verweisen aber auch in jedem Kapitel auf unsere Homepage auf www.aufkostenanderer.org, wo bei jedem Kapitel Möglichkeiten da stehen, sich selbst zu beteiligen. Da ist pro Kapitel mindestens 20 Adressen aufgelistet mit Initiativen, mit Menschen, die sich da irgendwo engagieren und so weiter. Natürlich ist es alles, kann alles nicht der einzige große Wurf sein, nicht die Erklärung. Aber auch da haben wir eine Lösung, und die ist aber erst in der Zukunft, weil derzeit läuft schon die zweite Runde der ILA-Werkstatt, die genau das zum Thema hat. Da geht es ausschließlich um den Entwurf einer Vision für die solidarische Lebensweise. Und wir gehen davon aus, dass wir da in einem Jahr bis in 1,5 Jahren Ergebnisse haben, die wir dann wieder an dieser Stelle präsentieren werden.